geht es um die Abdichtung einer Bewegungsfuge im Kellerabdichtungsbereich mit unserer Resiflex-Bahn. Resiflex ist eine 50 cm breite Resitrix-Bahn, die in der Mitte einen 8 cm glasgelegelosen Bereich hat. Dieser Bereich wird mittig über die Bewegungsfuge platziert, sodass eventuell auftretende Bewegungen sauber in diesem Bereich aufgenommen werden können, ohne dass das Glasgelege überwunden werden müsste. Der erste Schritt ist, dass wir rechts und links der Fuge 25 cm markieren, um dann sauber den Bereich zu definieren, wo wir unsere Grundierung FG35 aufbringen. Je nach Untergrundbeschaffenheit kann es auch nötig sein, die Grundierung in zwei Arbeitsschritten aufzuteilen. Wie man hier in dem unteren Bereich noch schön erkennen kann, ist hier ein Auftrag einmalig nicht ausreichend. Ich habe mir hier den Streifen Resiflex auf der Rückseite, den oberen Bereich der Folie schon wieder 5 cm markiert und eingeschnitten leicht, um hinterher den oberen Bereich separat fixieren zu können. Darüber hinaus habe ich die seitlichen Bereiche von 4 cm eingeritzt, die Schutzfolie. Ich ziehe nur den mittleren Bereich der Folie ab und klebe auf den grundierten Bereich, damit ich hinterher noch rechts und links in diesem Bereich aufschweißen kann. Sollte ich die Folie komplett abziehen und die in dem 4 cm Bereich hier schon Kontakt bekommen, habe ich nicht mehr die Möglichkeit, mit der Düse unterzukommen und es zu verschweißen. Sehr wichtig zu beachten. Mittig über die Fuge. Und jetzt kann man gleich schön erkennen, dass ich im ersten Step nur den mittleren Bereich der Folie entferne, sauber von oben nach unten klebe und jetzt kann ich ganz sauber die Bahn anrollen, ohne dass mir dieser Bereich, der im Anschluss verschweißt werden soll, schon mit dem grundierten Flächenbereich verklebt. Bei größeren Flächen ist es durchaus ratsam, auch eine größere Rolle zu verwenden. So, und jetzt können wir in dem Bereich die Folie sauber entfernen. Beim Schließen einer senkrechten Naht mit Resitrix ist es zu empfehlen, von unten nach oben zu arbeiten. Dann hat man beim Verschweißen das verflüssigte Bitumen vor der Rolle und nicht, dass einem das Bitumen praktisch aus der Naht nach unten weglaufen kann. Das war die Abdichtung einer Bewegungsfuge, ausgebildet mit Resiflex als Streifenabdichtung, umlaufend aufgeschweißt auf den Kellerwand.